Er hat es schon geschafft. Tobias Künzel ist schon seit vielen Jahren erfolgreicher Sänger bei den Prinzen. Mit Songs wie Küssen verboten sind sie erfolgreich geworden. Als alter Hase im Musikgeschäft weiß Tobias Künzel, was eine Band heutzutage mitbringen muss. Eine gute Idee ist erstmal ganz wichtig, dass man weiß, was man tun möchte. Man sollte halbwegs sein Instrument beherrschen bzw. seine Grenzen kennen, das ist ganz wichtig. Und man sollte keine Rundtischgespräche führen, sondern Taten sprechen lassen. Erstmal sollte man sich aber eine Band zusammenstellen. Man nehme eine Schlagzeugerin, einen Gitarristen, einen Bassisten, noch einen Gitarristen und einen Sänger. Das sind The Spooners. Seit 3 Jahren versuchen die gebürtigen Kirchberger, die Musikwelt zu erobern. Seit 2006 treten wir schon regelmäßig auf Dorffesten oder Geburtstagen. Es ist die größte oder ja, die meisten, die da schon zugeguckt haben, waren bis jetzt 1000 Mann. 2008 haben wir unser eigenes Album produziert und wir versuchen halt ein bisschen Merchandise unter die Leute zu bringen. Doch was machen viele Bands am Anfang falsch? Ich weiß nicht, vielleicht übernehmen sich junge Bands manchmal ein bisschen oder sind sich einfach zu wenig einig oder haben zu wenig einen Blick fürs große Ganze. Oder aber, dass das Management wird auch oft unterschätzt. Also es ist ganz wichtig, dass du einen guten Manager hast, also einen, der die Organisation in die Hand nimmt. Es reicht ja nicht nur, gute Musik zu spielen, sondern du brauchst auch einen, der die gute Musik dann unter die Leute bringt. Das kriegen die Spooners auch noch hin. Aber was ist denn jetzt eigentlich Erfolg? Der eine findet es total geil, wenn die ganzen Mädchen kreischen und der andere findet es total geil, wenn ein großes Orchester seine Musik spielt. Das ist total subjektiv. Ich freue mich, wenn es viele Leute gibt, die meine Musik mögen und das gut finden, was ich mache. Egal, ob ich jetzt am Schlagzeug sitze oder wenn ich vorne bei Prinzen bin und singe. Und es ist schon ein tolles Gefühl, wenn du anfängst, ein Lied zu singen und dann plötzlich gehen da ein paar tausend Hände in die Luft und die Leute freuen sich. Das ist toll. Dazu braucht man aber nicht nur gute Songs. Marketing spielt auch eine große Rolle. Man kann sagen, okay, jeder trägt seinen Lieblingspulli und das ist unser Stil. Oder man kann sagen, okay, wir ziehen uns alle rosa Plüschhemden an. Dann ist das spielt schon eine große Rolle. Das Gesamtbild der Band. Das besteht ja nicht nur aus Musik, sondern da gehören viele Faktoren mit dazu. Schauen wir mal, wie es damit bei The Spooners aussieht. Also wir haben verschiedene Merchandise-Artikel. Unser eigenes Album, was wir selber produziert haben und halt verschiedene Internetportale wie MySpace oder also eine eigene Internetseite. Okay, das läuft also. Und welche Tipps gibt der Profi? Ich würde Bands raten, sich um eine originelle und gute Idee zu bemühen, um einen Stil, um eine Richtung. Mit diesem Wissen kann ja jetzt nichts mehr schiefgehen. Wir wünschen The Spooners noch viel Erfolg und nicht vergessen. Üben, üben, üben.